Heute winkt der Einzug in die K.O.-Runde. Regen war angekündigt und das hat sich auch so bewahrheitet. Ich begrüße Sie herzlich zu dieser Partie. Ihre Kommentatoren sind wie gewohnt Wolf Fuß und Frank Buschmann. Die Vorrunde der Europa League ist unterwegs. Heute erleben wir hier also ein Gruppenspiel. Feyenoord Rotterdam gegen Dynamo Dresden. Den Gästen winkt die Qualifikation für die K.O.-Runde und ich denke, das ist eine Riesenmotivation. Das wollen sie heute unter Dach und Fach bringen und wir schauen, wie sie es angehen. Den Ball holt er. Sie versuchen es mit dem hohen Zuspiel. Da ist er mit dem Block zur Stelle. Für die Gäste geht es hier heute um den Einzug in die K.O.-Runde. Mit einem Sieg wären sie durch. Schauen wir mal. Wird's jetzt gefährlich? Geht jetzt in die Mitte. Er versucht's. Kann den Ball halten. Schön gehechtet. Macht das unheimlich sicher. War nicht ungefährlich, aber das war eine tolle Aktion. Der kurze Eckball. Den Ball holt er gut verteidigt. Groß. So, es gibt einen Torerfolg aus dem Orange-Velodrom. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Marseille. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind 20 Minuten. Dankeschön für diese. Jetzt die Chance. Kein Tor. Da sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel. Aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. Pichler. Egger. Da bekommt er Unterstützung. Der Schuss jetzt. Der Torwart war da nicht gefordert. Nee, so richtig war das Tor in dieser Szene nicht in Gefahr. Er geht schön dazwischen. Gehalten, das gibt's doch nicht. Was für ein Duell. Nerven behalten, das war eine Glanztat. Schneider. Gut gesehen, Vorteil hier. Ja, das war genau richtig. Er kann den Ballbesitz nicht halten. Beide agieren hier mit einer Menge Geduld, mit einer Menge, positiv formuliert, taktischem Geschick. Es ist ja ein taktisches Fußballspiel. Es ist ein Spiel des Abwartens. Das ist nicht spektakulär, aber beide wissen genau, was sie hier machen. Ja, mit viel Übersicht. Riesenchance. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Es bleibt hier beim Spielstand. Da haben Sie jetzt einige Optionen. Da sind Sie mit diesem Pressing erfolgreich. Klasse aufgepasst vom Torwart. Wir hören es. Die Fans hoffen auf die Führung. Wir sehen die kurze Variante. Weiterer Eckball für Sie. Ecke kommt kurz. Gut geklärt, aber Einwurf. Pause in diesem Spiel, liebe Zuschauer. Und es sieht gut.
Jetzt gehen wir wieder rein in dieses Gruppenspiel der UEFA Europa League. Viel Spaß mit der zweiten Hälfte. Ball erstmal abgegeben. Guter Vorstoß, kann was werden. Und sie verlieren den Ball dann doch. Da ist er alleine durch. Immer noch gefährlich. Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Ja, Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielern. Ein wichtiges Tor. Schau noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Da hat er sich abgesetzt und die Verteidigung schlecht aussehen lassen. Er war einfach zu schnell für sie und versenkt das Ding eiskalt. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Und er schießt. Doppelschlag. Da ist es. Sie machen gleich das nächste Tor. Und das ist wichtig. 2 Tore Führung jetzt. Hier steht es 2:0. Sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Javairo, die Rosun. Er passt gut auf und hat den Ball. Manchester City könnte sich in Kürze verstärken. Gerüchteweise gibt es auch schon ein Angebot. Wie weiß, verhindert erstmal das Tor, aber es bleibt wohl gefährlich. Erstmal gut zugemacht. Guter Ball. Ja, da ist Platz jetzt. Holt sich den Ball im eigenen 16er. Außen ist durchaus Platz für Dresden. Jetzt die Flanke. Jetzt können sie den Ball rausbringen. Javairo, Dil Rosun. Das könnte eine Gelegenheit werden. Und jetzt ist die Gefahr bereinigt. Weg ist der Ball. Es gibt einen Torerfolg im Orange Velodrom. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Marseille. Der neue Spielstand heißt nun 2:0. Gespielt sind hier 70 Minuten. Danke für dieses kurze Update. Jetzt wird hier gewechselt. Guter Vorstoß jetzt. Chance zum Anschlusstreffer. Er hält, aber noch ist die Chance nicht vorbei. Oh, erst diese Riesenparade und dann ohne große Mühe. Er hat den Ball. Hat er wieder gezeigt, was er drauf hat. Rückhalt für die Mannschaft. Auf ihn ist Verlass. Gut gemacht. Gutes Tackling. Die Gäste führen hier klar. Wir sind mittendrin in der Schlussphase. Sie machen das alles richtig gut hier, führen mit 2 Toren und so stark, wie sie vor allem auch taktisch sind, denke ich, bringen sie das über die Runde. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Da kommt der Schuss. Ein guter Block hier. Schneider. Schön dazwischen gegangen. 4 Minuten sind noch zu absolvieren hier. Da wäre die Chance über außen. Da verlieren sie den Ball. Da wäre mehr drin gewesen. Ob er sich schlimmer verletzt hat, es wirkt zumindest so. Jetzt in der Anspielstation. Er trifft die Latte. Da kommt der Schlusspfiff und wir halten fest, die haben es wirklich eilig.
Es ist klar, auch wenn die meisten in dieser Partie ganz besonders achten werden. Willkommen im Europaparkstadion, liebe Fußballfans. Ich darf Sie zur heutigen Partie ganz herzlich begrüßen. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden Sie durch diese Partie begleiten. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. SC Freiburg gegen Dynamo Dresden. Und das wird mit Sicherheit ein spannendes Spiel, Wolf. Die haben sich beide einiges vorgenommen. Den Ball holt er, gut verteidigt. Kollegen bieten sich an. Er ist frei, da kann was draus werden. Nein, keine große Mühe. So einfach dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Vielleicht die Führung jetzt. Da fehlte nicht viel. Das war ein ganz schönes Fund. Aus statistischer Sicht ist das ein richtig interessantes Spiel heute. Es spielt das torärmste Team gegen die beste Abwehr. Ah, und das zeigt uns schon ein wenig, in welche Richtung das hier gehen könnte. Viele befürchten eine sehr einseitige Partie. Kann so kommen, klar, aber warten wir mal lieber erstmal ab, wie sich das dann auf dem Rasen darstellt. Vielleicht erleben wir ja doch eine Überraschung. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut hingehechtet, hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Ja, das müssen Sie entschlossener machen. Erstmal Gefahr bereinigt. Schneider. So, was machen Sie draus? Klasse Angriff. Aber auch diese Abwehr müssen wir da loben. Where? Ja, passt auf. Er könnte das Führungstor machen. Und da ist der Ball zum ersten Mal im Netz. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf. Und dann sehen wir, es wird eng. Es ist kaum Platz da. Aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent. Und damit haben wir den ersten Treffer. Jetzt könnte das Spiel richtig Fahrt aufnehmen. Und die Chance ist vorbei. Er wirft sich in den Schuss. So, Ecke kommt. Da passt der Torhüter auf. Timothy Weah. Da suchen sie jetzt die Lücke. Gute Aktion. Die Flanke wird vom Elfmeter, ganz klar. Könnte jetzt der Ausgleich werden. Er macht den Elfer. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Pichler. Peters. Sie drängen nach vorne. Guter Aufbau. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Er schießt. Ja, jetzt sind sie wieder vorne. Da ist das Tor. 2:1. Hier ist noch alles drin. Timothy Weah. Ah, ich glaube, das war natürlich kein guter Pass. Jetzt hätte er Anspielstationen. Weah. Fängt diesen Ball ab. Es gibt einen Treffer im Spiel von Bayern München. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Bayern München. Neuer Spielstand damit 1:0. Gehalten, Szene geht weiter.
damit ist die Szene erstmal wieder beendet. Aber die Parade gerade, die würde ich mir schon gerne noch mal ansehen. Die war nämlich sensationell. Der Ball war doch eigentlich schon drin. Und angezeigt jetzt eine Minute Nachspielzeit. Das gibt Freistoß. Jetzt könnte Dynamo Dresden vielleicht über außen kommen. Er macht zu. Er zeigt auf den Punkt. Elfer. Das ist die Chance, die Führung auszubauen. Sie verwandeln diesen Elfer. Da haben wir noch mal die Wiederholung. Ja, ganz sicher gemacht. Der Ball geht um ins Eck. Ist nicht zu halten. Das ist der Pause. Und jetzt geht es hier weiter mit der zweiten Spielhälfte. Sie liegen vorne und hätten hier fast nachgelegt. Was macht er draus? Gehalten, stark gemacht. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga, eingeblendet für den SC Freiburg. Dann geht es auswärts gegen den VfB Stuttgart. Da sollten Sie dabei sein. Was gibt er hier? Nee, der Freistoß war nix. Ganz stark. Er hat die Chance. Ganz stark vom Torwart. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Das könnte was werden. Sie klären. Ja, das könnte was werden jetzt. Und da wären sie doch noch gestoppt. Das war eine gute Gelegenheit. Da stand er gut und... gibt Freistoß. Da der Glück, keine gelbe Karte, aber der dürfte jetzt keine Schonfrist mehr bekommen vom Unparteiischen. Da sind Mitspieler frei. Flanke kommt rein. Angriff damit also. Beendet. Keine gute Aktion. Er kann es machen. Keeper muss gar nicht eingreifen. Keine echte Gefahr. Es bleibt hier beim Spielstand. Jones. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Er zieht ab. Da fehlte nicht viel. Das war ein ganz schönes Pfund. Ah, das war zulässig. Wird das seine Torchance? Jones. Where? So einfach geht es dann aber doch nicht. Ja, das war kein guter Lupfer. Das wird dem Trainer nicht gefallen. Regulär ist noch eine Viertelstunde zu spielen. Gewinnt dieses Duell. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Erklärt. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. In der Partie von Bayern München gibt es ein Tor. Genauere Infos bekommen wir aus dem Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Bayern München.
Der neue Spielstand heißt nun 2:0. Gespielt sind 79 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Schneider. Ja, ohne große Mühe den Ball abgefangen. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Wer? Jetzt die Hereingabe. Da können Sie erstmal klären. 4 Minuten bleiben hier noch. Das ist die Chance. Wichtig, dass er den abblocken kann. Ja, mit viel Übersicht. Jetzt kommt der Schuss. Das ist das Tor und ich glaube, das ist jetzt auch endgültig der Sieg. Der Vorsprung ist jetzt einfach zu groß. Nochmal das Tor in der Wiederholung. Sie zieht den Konter perfekt auf und dann gibt es da nichts mehr zu halten. Ein unglaublich wuchtiger Ball, ein Hammer. Drin ist er. Und wir haben einen neuen Spielstand, 4:1. Das Spiel ist aus, damit steht es fest. Es gibt hier die Niederlage für die Gastgeber. Also diese bleibt. Ich möchte Sie herzlich begrüßen zu diesem Spiel, liebe Zuschauer. Mein Name ist Wolf Fuß, zusammen mit Frank Buschmann werde ich das Ganze für Sie zu Hause kommentieren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Dynamo Dresden gegen VfL Wolfsburg. Das ist ein Spiel, das die Fans regelmäßig elektrisiert, das sie begeistert und auch für mich eine sehr, sehr interessante Partie. Jetzt vielleicht. Lässt sich nicht beirren, den hält er. Wir gehen mal ab ins Studio, denn im Wohnen Westweserstadion gibt es ein Tor. Ja, wir haben hier das erste Tor für Werder Bremen. Torschütze war Luca Waldschmidt. Ja, das war ein Torwartfehler. Das müssen wir ganz klar so sagen. Das muss er einfach anders lösen. Neuer Spielstand damit 1:0. Gespielt sind hier 5 Minuten. Danke für dieses kurze Update. Sehr gutes Tackling, das war wichtig. Auf ihn könnte es hier heute ankommen. Und er war ja im letzten Spiel gleich doppelt erfolgreich, wenn wir uns mal kurz erinnern. Galeno. Das könnte vielleicht was werden. Dribbling in die Mitte.
Er macht zu. Der Schuss war nicht besonders. Er geht weit vorbei. Das ist die Chance. Den hält er natürlich. Ecke kommt rein. Super Einsatz vom Torhüter. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Einfach stehen gelassen. Schöne Aktion. Der Ball prallt von der Latte ins Feld zurück. Gibt Freistoß für die Wölfe. Ja, es hat eine Menge Spekulationen gegeben, ob dieser Transfer überhaupt zustande kommen würde. Aber jetzt ist klar, es hat geklappt. Riesentalent, das ist keine Frage. Der wird es an die absolute Spitze schaffen. Und wer sich seine Dienste sichern kann, der darf sich glücklich schätzen. Da haben sie zu viel Platz bei diesem Dribbling. Mit der Grätsche holt er sich den Ball. Das macht er sicher. Ecke kommt in den 16er. Ganz knappe Sache, aber doch kein Tor. Auf der Linie können sie gerade noch retten. Ja, ein bisschen Glück war dabei. Chance zum Konter jetzt. Er treibt den Ball nach vorne, ein starker Sprint. Aktion läuft weiter, nach wie vor gefährlich. Jetzt kann er es machen. Und jetzt haben wir hier das erste Tor. Ich schaue noch mal auf die Wiederholung. Das ist ein richtig gut gespielter Konter. Und dann machen sie aus nächster Nähe das Tor. Das ist letztlich nur noch Formsache. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Wir schalten kurz ins Studio, denn es gibt ein Tor im Spiel von Eintracht Frankfurt. Wir haben hier das erste Tor für Frankfurt. Der Torschütze ist Alexander Isak. Er macht das fast schon zu präzise. Ball geht ans Alu, aber von dort prallt er dann doch noch ins Tor. Neuer Spielstand damit 1:0. 34 Minuten. Kein Tor. Unglaublich, die Riesenchance zum Ausgleich. Sowas darf man nicht liegen lassen. Die Gastgeber haben so ihre Probleme beim Ballbesitz. Aber wir sehen es ja, der Ballbesitz ist nicht alles. Sie liegen trotzdem vorn, haben ihre Szene. Aktuell sind sie im Ballbesitz. Vielleicht entwickelt sich jetzt was. Ball ist erstmal weg. Die Chance auf den Konter. Oh, weiter mit dem Ball. Tolle Szene. Der Ball ist drin, der Treffer zählt, Ausgleich. Kurz vor der Pause kassieren sie den Ausgleich, eine wichtige Szene und da werden sie sich ärgern. Vielleicht waren sie gedanklich schon in der Kabine. Sie haben hier also den Ausgleich geschafft, 1:1. Eine Minute wird jetzt noch oben drauf gepackt. Und das ist der Pausenpfiff in diesem Spiel. Mit dem Unentschieden gehen wir wieder rein in diese Partie. Es geht los mit dem zweiten Durchgang. In der Bayer Arena hat sich was getan. Es ist ein Tor gefallen. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für den ersten FC Union Berlin. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind hier 48 Minuten. Vielen Dank für das Update. Jetzt könnte der Pass kommen. Riesenschuss zur Führung. Mit dem Schuss verfehlt er das Ziel doch sehr deutlich. Arnold. Hier sehen wir die nächste Paarung in der Bundesliga. Eingeblendet für den VfL Wolfsburg. Dann geht es. Er hat die Chance. Gehalten. Dieser Ball wäre der Doppelpack gewesen, aber da ist nichts draus geworden. Starke Aktion, lässt da überhaupt nichts anbrennen. Sie spielen kurz.
Das war eine gute Chance, aber jetzt Abstoß. Jetzt kommt der Wechsel. Sie haben den Ball. Gehalten, aber der Ball ist weiter gefährlich. Es gibt hier Strafstoß für Wolfsburg. Die Chance auf die Führung. Er hat den Ball gehalten, aber Szene geht weiter. Er hat den Ball und das könnte jetzt eine Chance geben. Eigentlich trifft er den gut, aber der Ball geht dann doch einige Meter am Tor vorbei. Oh, jetzt werden sie wechseln. Es gibt neue Infos zum Spiel in der Bayarena. Wir geben rüber, es ist ein Tor gefallen. Wir haben hier den zweiten Treffer für Leverkusen. Der neue Spielstand lautet damit also 2:1. 62 Minuten sind hier gespielt. Danke für das Update. Und jetzt der Schuss. Ohne große Mühe gehalten. Ja, da müssen sie mehr draus machen. Das war eine richtig gute Chance. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Klasse Technik. Jetzt gibt's einen Einwurf. Gleich wird hier ausgewechselt. Da erobert er den Ball. Es tut sich was im Borussia Park. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe rüber ins Studio. Ja, wir haben hier das erste Tor für Leipzig. Der Torschütze war Christopher Nkunku. Da hat er sich durch. Könnte die Führung werden. Er wirft sich in den Schuss. Das war wichtig. Sie schalten auf Angriff um. Das ist wohl die letzte Chance, hier doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Das ist die Führung. Sie machen hier tatsächlich noch das Tor. Unglaublich. Ist das die Entscheidung, Buschi? Sieht ganz danach aus, Wolf. In wenigen Minuten ist hier Schluss und sie haben die Führung. Es ist weiter eng in diesem Spiel. 2:1 der Stand. Trotzdem schnell der Blick auf die nächste Partie, Buschi. Der kommende Gegner von Wolfsburg heißt VfB Stuttgart. Sie haben sich heute sehr stark präsentiert und können natürlich selbstbewusst ins nächste Spiel gehen. Ball läuft klasse bei Wolfsburg. Der Ball war ziemlich harmlos. Wir gehen mal ab ins Studio, denn im Wohnen-Westweser-Stadion gibt es ein Tor. Wir haben hier das erste Tor für Dortmund. Der neue Spielstand damit 1:1. Gespielt sind 87 Minuten. Interessante Info. Dankeschön dafür. Sie bieten sich an. Nachspielzeit ist angezeigt. Es gibt noch eine Minute obendrauf. Es gibt den Freistoß für den VfL. Da hören wir den Schlusspfiff. Die Gastgeber haben dieses Liga...